wieder von Lohn und dem Harter. Heute tun wir auf dem nordfriesischen Marsch, tun wir heute Raps dreschen. Mit dabei habe ich einmal einen Tobi, der macht nebenbei was anderes, und ein neues Gesicht hier im Lohnunternehmen, Sammy, dem ich abfahren wird. Sammy? Ja? Einmal Hallo sagen. Hallo? So, also, Sammy wird mich heute abfahren, ist ihr erstes Video. Und ja, wollen wir mal schauen, wie es mit ihr läuft. Ich fahre hier gerade mit einem New Holland Mod-Drescher rum. Und das Geile an dem Drescher ist nämlich, dass der nur Kamera hat. Kann ich euch später noch zeigen. Unser guter Tobi ist gerade am Grubbern. Yes. Und 8 R und 14 Meter Grubber. Das war der kleinste, was sie zu bieten hatten. Ja. Sammy fährt ab mit einem Case Magnum. Ja. Willst du vielleicht ein bisschen was erzählen, Sammy? Immer sehr einfallslos. Nee, also ihr müsst berücksichtigen, das ist ihr erstes Video, sie ist relativ neu hier. So. Na Tobi, wie sieht's bei dir aus mit LS19? Schon vorbestellt oder noch nicht? Hab's vor, aber noch nicht gemacht. Das sind die besten Aussagen wieder. Naja, ist bei mir nicht anders. Ich werde es mal im Laden kaufen. Okay, ich hab's vor, vorzubestellen, weil normalerweise kommt es einen Tag früher. Letztes Jahr war es, glaube ich, nicht so. Zum Beispiel bei den meisten. Ja. Sammy, wie sieht's bei dir aus mit LS19? Schon vorbestellt? Ja. Das ist ja schön. Naja, also, wie gesagt, ich glaube, LS19 wird eine ganz tolle Sache, wenn man sich da jetzt schon mal so ein bisschen einen Eindruck verschaffen hat mit den neuen Inhalten, die da drinnen sind. Den neuen Marken, den neuen Grafikfeatures. Sieht das alles eigentlich relativ klasse aus. Also ich finde an sich die Trailer dazu finde ich gar nicht so schlecht gemacht. Ja, ne, stimmt doch. Ich finde es mal gut, dass das eine deutsche Karte ist. Zumindest haben, obwohl doch das ist eine deutsche Karte, sagt die meisten zwar europäisch dazu, aber die Entwickler von Giants haben gesagt, dass es eine deutsche ist. Oder habe ich halt in einem Video erfahren. Ja, also es gibt da einmal eine deutsche Karte und einmal eine amerikanische, die aber noch, so viel ich weiß, noch nicht veröffentlicht wurde. Ja, wahrscheinlich, ich vermute mal, auch wieder 50 Hektar Äcker oder so. Naja, ist jetzt nicht ganz mein Favorit, so. Also ich spiele lieber viel kleine Karten und so. Aber muss ja jeder selber wissen. Naja, also da hat jeder, wie gesagt, seine eigenen Geschmäcker. Ist hier mal Uhr genauso. Manche Leute spielen lieber auf kleinen Karten, manche Leute spielen lieber auf großen Karten, wie hier. Erkennt ihr die Karte schon? Karten lohnt sich mit mehr Leuten, aber auch im Allgemeinen. Ja, das stimmt schon. Das Einzige, was halt an großen Karten ist, dass man da ein bisschen lang an dem Feld sitzt und das mögen halt manche Leute nicht. Die mögen am liebsten Felder anschauen und dann ist weg. Zum Beispiel Stappenbach fand ich ganz cool. Die halt abgestürzt ist. Ja, die Stappenbach, die war ganz gut. Was nicht so mein Fall ist, ist die Lossberg, weil die ist mir zu klein wiederum. Aber hier so die Karte, ich sag mal so, das ist eine Karte, die ich nicht unbedingt selber im Singleplayer spielen würde, aber auch eine Karte, die Multiplayer großen Spaß macht. Für Multiplayer ja, aber also für alleine wäre es auf jeden Fall zu groß. Ja, dafür wäre es viel zu groß. Allein schon die ganzen Anlaufstellen, was du da machen musst.
Da muss man zum Beispiel eine Brücke auf der Karte bauen, da brauchst du allein 7, 8 Stellen, die du in Betrieb kriegen musst, und das ist ein Haufen Arbeit. Also ist allein kaum zu bewerkstelligen. Ja, Sammy, jetzt wirst du mich dann wahrscheinlich gleich das erste Mal abladen. Ich mache mich langsam auf den Weg, so in deine Richtung. Langsam auf den Weg machen können und dann weißt du, hinten umdrehen. Na. Ja, so wollen wir mal schauen, wie es Sammy macht. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass er es ganz gut hinkriegt. Tobi, hast du noch was zu erzählen? Sommerferien sind vorbei. Ja. Das finde ich schade. Ja, schau dir mal die Leute in anderen Bundesländern an. Die haben jetzt auch keine Sommerferien mehr. Ja, die hatten früher keine mehr. Ja. Aber die aus den besten Bundesländern halt, die haben halt erst jetzt ausgehabt. Naja, vom besten Bundesland kann man jetzt auch nicht reden. Wer weiß, wie die anderen sind. Ich sag mal Ja, so, das war ja ein Witz. vom gewohnten Bundesland, wo man halt herkommt. Das war jetzt gerade ein Witz halt, ne? Ja, Tobi, deine Witze. Naja, nicht witzig, haha. Nee, und wie gesagt, wir sind hier auch nicht allein auf dem Server. Ich entschuldige mich gleich vorhin, nein, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Also wie gesagt, wir sind hier nicht allein auf dem Server, hier sind nur ein paar weitere Leute, die hier auf dem Server mitspielen. Bloß, die sind halt jetzt nicht in der Aufnahme dabei, weil sonst wäre es ein bisschen zu viel geworden. Sammy, ein bisschen schneller. Jetzt machen wir Wärme fahren. Komm, hopp, hopp, hopp. Machen wir Den Wärme. kmh. Mein Tempo halten. Genau, super. Geht doch. Nee, Also. also ich habe mir jetzt vorgenommen, immer so circa so 15 Minuten Videos zu machen, weil ich finde einfach 30 Minuten Videos ist zu lang, um sich das anzuschauen. Weil das kennt ihr sicherlich auch, wenn man sich dann ein Video anschaut, spult man eher vor, dass man weiß, wie es am Ende rausgeht. Und so 15 Minuten Videos, das ist etwas, kann man sich zwischendurch mal gern reinschauen. Sehen wir ein bisschen weiter rüber. Fährst mal mit nach Also, Hamm, ich kann euch testen eine jetzt Meinung Boxen. sagen. Ihr wolltet vorhin eine hören. Kauft niemals den 8R. Hier zum 400, 400 PS Schlepper zieht eine 200 PS Grubber nicht ohne Allrad und Differentialsperre und verhockt richtig oft. Das ist nicht sehr gut. Nee, also das ist jetzt hier der Mod, den wir auf dem Server haben. Der ist an sich nicht so gut. Aber ich sag mal so, diese 2 Monate bis LS19 werden wir es auch noch mit dem Mod aushalten. Werde ich gerade so schaffen. Ja, Tobi. Notfalls kannst du auch den 6R holen. 6R, falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt, das ist mein Lieblingstraktor. Ich habe noch nichts gefunden, was in dem Chat hier gut ist. Er schluckt wie ein Loch, er versitzt, er verhockt überall. Wenn du 30 Kubikfass dran hast, schiebt das 30 Kubikfass dich irgendwie immer in den Graben. Tobi, es liegt nicht am Trecker, es liegt am Fahrer. Wie oft noch? Ja, wobei, wenn man, also, ich glaube, es kommt trotzdem teilweise auf den Trecker drauf an. Wenn man mit dem Trecker nicht klarkommt, dann bringt es ja nichts, wenn du ein guter Fahrer bist. Ja, das stimmt auch wieder. Aber immer gleich alles auf den Trecker schieben, das ist auch keine Lösung. Ja, stimmt wohl. Das ist zum Beispiel auch so eine Angewohnheit. Wisst ihr, ich komme ja hier aus Bayern, genau wie unser guter Tobi. Und bei uns sind die Trecker, die man für euch schön sagt, unter Bulldog nennen wir sie. Aber habe ich festgestellt, als ich ins Lohnunternehmen gekommen bin und dann zu jemandem gesagt habe, ja, du fährst mir mal einen Bulldog her. Hä, was? Was ist das? Und jetzt rede ich da auch nur noch von Treckern, weil die es jetzt endlich verstehen sollen. Aber glaube ich, alles eine Sache, mit der man sich irgendwie, sag mal, arrangiert. Ja. Ja, es ist ja auch nichts Weltbewegendes, dass ich jetzt anstatt Bulldog Trecker sag. Ist zwar ein bisschen komisch, aber. Aber das ist ja jedem seins.
Ja, so viele Hindernisse. Na, Tobi, wie ist das Krummern mit dem Drecke? Ich Anstrengend. gebe dir mal einen Tipp. Du Beim durchdrehend. Shop, da gibt es so ein Sonderangebot. Da kann man sich so eine super Feldhacke kaufen. Die kaufe ich dir dann. Dann kriegst du noch von mir einen Strohhut spendiert und dann kannst du aufs Feld gehen und das Feld selber hacken. Der Reifen ist gerade so weit reingesunken, dass der Unterlenker aufsitzt. Wie Aber auch, wie auch immer das das funktionieren Angebot soll. klingt doch lebenswert. Also, was hältst du davon? Hier, schau dir mal den Drescher an. Das ist zwar ein New Holland. Muss gestehen, ich bin nicht so der New Holland-Fan, aber ich fahre auch damit, wenn es sein muss. Nee, und hier dieser Drescher, der hat eben, wie ich euch vorher gezeigt gesagt habe, hat der Drescher hier Kameras mit verbaut. Heißt also, hier über rechts unten seht ihr ja meine Geschwindigkeitsanzeige. Füllstand Korn, des Korntags und der Sprit. Und oben drüber ist so eine Leiste mit 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich jetzt mal hier anhalte und mit auf Alt gehe, kann ich mit meiner Maustaste hier auf die 1 klicken. Dann sehe ich zum Beispiel hier das Rohr, wenn ich das jetzt ausfahre. Wenn ich das Rohr jetzt ausfahre, dann seht ihr das. Das ist quasi eine Kamera am Rohr dran. Wenn ich jetzt hier dann auf die 2 klicke, dann sind wir unten bei der Anhängerkupplung, wo man Schneidwerk am Schneidwerkswagen anhängt. Das ist zum Beispiel auch ganz praktisch, wenn du in der Innenperspektive fährst und anhängst. Dann auf der 3 hast du einen Korntank. Dann kannst du dann auch sehen, wie voll der ist und wie das Korn rein fliegt. In Wirklichkeit ist es halt praktisch, das siehst du, ist der Korntank schon voll, ist er überladen, ist er nicht überladen. Hier im LS kannst du ja leider nicht überladen. Wäre vielleicht noch etwas, was man nun irgendwann mal ändern könnte, aber naja, meckern auf hohem Niveau. Hier auf der 4 kann man jetzt runterschauen, wenn ich jetzt mal ein bisschen fahre. Sieht man dann genau, wie das rausgeschmissene Häckselgut, nenne ich es jetzt einfach mal, Rapsstoppeln, wie das da klein gemacht wird und raus geschmissen wird da. Und wenn du jetzt, wenn ich auf die 5 gehe, dann kann ich vorne links an Schneidwerk schauen. Sprich, wie nah bin ich jetzt dran? Hier, also wie gesagt, wenn ihr jetzt da oben schaut, von meiner Ansicht aus, sieht es aus, als ob ich eigentlich schon relativ nah dran bin. Jetzt gehe ich nah dran, gehe ich nah dran. Jetzt würde ich normalerweise persönlich nicht mehr weiter rangehen. Aber jetzt kann ich da sehen, ach, da geht ja noch mehr. Und noch mehr. Also, ich habe mir wieder festgefahren. Das ist sehr schmackhaft. Und Und dafür ist quasi diese Kamera da. Jetzt machen wir die Kamera wieder aus. So. hey. Jetzt muss ich auch sagen, ich freue mich, dass mein letztes Video bei euch so gut angekommen ist. Das ist einfach nur Wahnsinn. Es war wie gesagt mein erstes Video, was ich aufgenommen habe. Und dann gleich 500 Aufrufe, das ist einfach überwältigend. Das ist einfach ein Zeichen, dass man nicht komplett verkackt hat in seinem Werk, was man da geschaffen hat. Sagen wir es mal so. Ich hoffe jetzt auch, dass das Video jetzt ein bisschen besser wird, aber wie gesagt, das kann ich nicht selber entscheiden, müsst ihr entscheiden, wie es euch gefällt. Diesmal aber auch professionell, gleich mit Thumbnail und Beschreibung dazu. Was letztes Mal ja irgendwie ein bisschen verpeilt war. Aber wie gesagt, das war jetzt eine einmalige Sache. Ja, Sammy, magst du nur was sagen? Ich. Ja. Ich würde vorschlagen, ich mach,
Du tankst mich jetzt noch einmal ab und dann kommen wir auch langsam zum Schluss. Weil jetzt haben wir schon 13 Minuten auf der Uhr. Und wir wollen ja über 15 Minuten nicht herauskommen, lieber drunter. Deswegen kannst du dich langsam auf den Weg zu mir machen, Sammy. Gut. Und ich Lange empfehle kann ich dir nicht gehen. von. Wie machen wir das am besten? Unten zu kommen. Also wie vorher. Genau. So, dass du halt einfach richtig bei mir stehst. Ich weiß jetzt halt auch nicht, wie du da stehst. Als ich eben angefahren bin, war es ja Gott sei Dank auch richtig rum. Ja. Deswegen fahre ich ja auch so rum, dass ich nicht unbedingt anhalten muss. Dass man es wieder fliegend machen kann. Und ich muss sagen, dafür, dass es jetzt dein erstes Mal war, hast du es auch ziemlich gut gemacht. Bin ja froh, dass das mit dem Trecker so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So. Ah, da kommst du von der richtigen Richtung. Was denn? Wo ist es schon? Du fährst es so rum und dann machen wir es wieder da unten auf dem Weg runter. Warte mal, wer sich wieder festgefahren hat. Er hat's nicht mehr. Na komm. Super. So, ein bisschen schneller wieder. Passt, jetzt Geschwindigkeit halten. Und ein bisschen weiter zu mir rüber. Das fällt alles auf den Acker, der kostbare Raps. So, reicht, reicht, reicht. Jetzt bist du auch schon wieder zu Ja, weit drüben. Das ist eine Sache der Übung. Morgen oder übermorgen hast du es drauf. Hier auf der Map wird da relativ viel gedroschen. Übung macht der Meister. Ja. Dann verliere ich nicht so schnell Geduld. Genau. So. Da läuft jetzt nur unser guter Jordan durchs Bild. Hallo Jordan. So, dann würde ich mal sagen, wir beenden jetzt das Video. Lasst einen Kommentar da. Ein Like. Ein Abo. Schreibt, wie es euch gefallen hat. Schreibt nach wie vor, was ihr immer sehen wollt. Und dann würden wir uns wieder verabschieden für heute. Also dann, Leute, macht's gut. Tschüss. Sammy.